Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von My Hero Academia Staffel 4, Episode 18. Aber warum erklären Sie uns das nochmal? Das wissen wir schon. Naja, vielleicht haben es manche Leute schon wieder vergessen. Oder wer weiß, für die Leute, die erst jetzt einschalten. Das ist immer so dramatisch. Ich finde das echt so klasse. Der Maisaber tut mir immer so leid mit seinem hässlichen Sweater. Best Girl. Ja, aber wirklich. Hier. Ja, und er hat es natürlich schon wieder aufgeschrieben. Wie immer. Wie sie da abgeht. Von Breakdance-Style. Oh. Das habe ich schon wieder vergessen. Das ist was anderes. Das sieht auch lustig aus. Oh, wie sie sich dafür schämen, so süß. Das ist genauso, wenn du zeichnen kannst, dann kommt irgendwann jemand, hey, du kannst doch zeichnen, zeichne mir was. Und man selber denkt, oh nein, aber ich kann das nicht so gut. Für Oktober ist es ganz schön grün dort. Aber ich dachte, die machen das immer im Sommer, aber vermutlich ist es dann einfach zu warm. Ich
Ich frage mich, ob das denn echt auch so extrem wichtig genommen wird, weil im Anime ist das immer so das Wichtigste überhaupt, das Schulfest. Ah, die kriegen auch hier einen Moment, um zu leuchten, ne? Ist ja wieder Shinzo. Oh. Dem können sie mir ruhig mehr zeigen. Ich habe schon wieder vergessen, wohnen jetzt eigentlich alle Studenten in den neuen Häusern oder nur die vom Hero Course? Schläft er gleich ein. Ja, natürlich. Ja, das war klar. Ja, und Mineta hängen immer zusammen rum, aber das passt ja auch. Ich will nicht wissen, was das jetzt gewesen ist. Ach, das Schande. Ja, natürlich. Die Ideen sind alle super, aber man kann nicht jede nehmen. Schade. Oh Gott. Ja, beim Hero Crystal ist Deku ja ungeschlagen, oder? Confusing. Seine Schulter zuckt so. Wie kannst du das sagen? Das ist nicht langweilig. Ja komm, Crepe und Soba ist noch immer am einfachsten zu machen. Oh Gott, das ist peinlich. Wie, die haben jetzt, die haben Praktikanten. Hä? Also ich würde coole Musik vorschlagen und essen. Das mögen die Leute immer. Musik und Essen. Das ist ein Lunch Rush. Ja, aber das Maid-Café ist Standard. Das kommt wirklich in jedem Schulfest vor. Ja.
nicht, dass das von ihm kommt, diese Idee. Also er ist überhaupt nicht der Typ dafür. Geil. Ach, cool. Das muss ich screenshotten. Ja, komm, aber bis das jeder kapiert. Ist ein bisschen schwer, oder? Ja, da will nur Mädchen tanzen sehen, das ist alles. Tja, jetzt bist du gefordert. Ja, aber das heißt ja nicht, dass sie Leute auf ihren Instrumenten spielen lassen will. Ja, und das Hobby muss ja nicht immer was mit Euros zu tun haben, oder? Ah, komm, ein bisschen mehr Selbstvertrauen hier. Hm? Ich kann das schon verstehen, dass sie so ein bisschen unsicher ist, deswegen. Ja, aber komm, so viele Instrumente zu spielen, ist nicht einfach. Da kann sie schon stolz drauf sein. Sie versucht zu verhandeln. Wie so eine Mama. Das war bestimmt cool. Oh, das haben sie übersehen, ne? Aber selbst wenn, dann wissen sie nicht, wer das ist. Oh, wie süß. Wirklich wie ein Pfirsich. Das ist immer, dass sie alles schälen, das finde ich so witzig. Irgendwie sogar die Trauben. Ja, aber warum? Ich verstehe das nicht. Es ist doch wichtig, dass sie Kontakt mit anderen Menschen hat. Das hatte sie ja jahrelang nicht. Sie ist so süß, ich kann es nicht glauben. Mei, so, so niedlich. Oh, der arme Mirio ist ja kein Hero mehr. Oh nein, sie weiß nicht, was passiert ist, oder? Oh, sie denkt immer noch, dass er am Leben ist, oder? Ja, das ist vielleicht auch besser, dass sie es nicht weiß. Nicht, dass sie einen Rückfall kriegt. Oh, armes kleines Ding. Kind, das ist ja doch nicht deine Schuld. Nein, nein, das ist nicht deine Schuld. Nein.
Das ist irgendwie so der perfekte große Bruder. Also so stelle ich mir ihn zumindest vor. Oh Gott. Oh. Wie sie versucht nicht zu weinen. Oh. Oh, das ist heftig. Oh Mann. Oh. Ey, was dieser Dreckskerl angerichtet hat, ist unglaublich. Wird echt Jahre brauchen, um das zu verarbeiten, wenn überhaupt. Ja. Er ist zwar weg, aber sein Einfluss ist leider immer noch da. Ja, das Schulfest wäre doch eine tolle Überraschung für sie. Das ist ein Hörnchen. Ich weiß nicht, aber ich finde das so goldig. Ach, Dicke, du bist ein Schatz. Unglaublich. Ich finde, das ist das Beste für sie, weil die braucht Ablenkung. Die ist den ganzen Tag nur in ihrem Krankenzimmer. Also. Was war denn das? Die hat daneben bestimmt doch nie Zuckerwatte oder so einen Zuckerapfel gegessen. Gott, wie sie sich freut. Oh Gott, ich hoffe echt, dass hier nicht schon wieder was passiert. Ey. Der sagt bestimmt ja. Ach komm, garantiert. Wirklich. Okay, ist halt ein Kiddie-Date, ne? Das ist der neue Bösewicht, oder? Ja, aber was ist denn das für Willen, der einen Konbini überfällt, oder? Da würde ich ja eher eine Bank überfallen oder was anderes, aber ein Konbini? Ach, das macht er bestimmt nur als Show, oder? La Brava, okay. Und wo ist jetzt das Mädel? Ist die der Koffer oder wie? Tatsächlich, die ist der Koffer, oder? Was ist denn das für ein krasser Quark? Das ganze Gebäude wackelt wie Wackelpudding.
ist ja total gaga. Ja, musst du schon was Größeres machen, oder? Der sanfte... Der sanfte Kriminelle. Oh mein Gott. Das hat nämlich in diesen anderen Anime, wo auch einer immer in derselben Stimme gesagt hat, clap your hands. Irgendwie erinnern die mich an Team Rocket. Weiß nicht warum. Hör mit so einer Teetasse. Krass. Ey, Vorsicht, das ist heiß, aua, ja. Ja, es tut weh. Bei dem weiß ich nicht, ob er ganz klar im Kopf ist oder ob er so ein bisschen durcheinander ist. Also es scheint so eine Mischung aus beiden zu sein. Ich habe das Gefühl, dass das Mädel ist die, die Kontrolle da über das alles hat. Also so sieht es zumindest für mich aus. Ein bisschen exzentrisch ist er. Oh, ich hoffe, Erik kann so viel Kuchen und Zuckeräpfel essen, wie sie will. Sonst hat sie sich so verdient. Es würde mich nicht überraschen, wenn in Gentles Vergangenheit irgendwas war, oder er wollte irgendwas werden und hat es nicht geschafft und irgendwie will er sich jetzt an allen Leuten rächen. Katja spielt bestimmt Schlagzeug, oder? Garantiert. So aggressiv wie er ist. So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann gebt mir ein Like, subscribe für mein Folgen und danke fürs Zusehen. Bye, bye.